Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. Sport aus einer anderen Perspektive. Schüler gegen Politiker und die Weltmeisterschaft in Miniaturausgabe. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt? Dann bewirb dich jetzt bis zum 1. Juli per E-Mail oder Post bei Mannys Lockenexpress und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto oder Video und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. Das ist die Chance für deinen Neustart. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu LTV aktuell am heutigen Donnerstag. Wir beginnen unsere Sendung gleich mit einer Bitte der Polizei. Am vergangenen Samstag wurden zwei Personen auf dem Dach der alten Tuchfabrik am Brandenburger Platz beobachtet. Nach bisherigen Ermittlungen sind die beiden abgebildeten Männer verdächtig. Sie sollen Ziegelsteine heruntergeworfen und den Dachstuhl in Brand gesetzt haben. Hinweise zu den Personen können Sie telefonisch in der Polizeiinspektion Cottbus Spree-Neiße unter 0355 4937 1227 abgeben. Nun aber zu etwas Erfreulichem. Im Cottbuser Sportzentrum sind sich heute nämlich Kinder mit und ohne Handicap deutlich näher gekommen. Sport. Für viele ein Lifestyle, für den ein oder anderen einfach nur Spiel und Spaß. Für alle sollte Sport möglich sein, auch für Gehandicapte. Genau das bietet Mission Paralympics und das bereits zum dritten Mal. Ja, die Idee von Mission Paralympics ist ja einfach ungezwungen. Und da ist mal Sport und Bewegung, das verbindet ja einfach ein super Mittel, dass man einfach mal ein Verständnis für den anderen, für meinen Klassenkamerad, der im Rollstuhl sitzt, wie schwer das ist, eigentlich in so einem Rollstuhl einen Slalom oder Basketball zu spielen. Und das ist spielerisch, die haben alle zusammen Spaß. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was auch die Sportlehrer immer wieder begeistert, dass sie sich gegenseitig helfen. Und das ist gelebte Inklusion. Wenn wir das dann noch in die Klassenzimmer transportieren, haben wir alles geschafft. An insgesamt 19 Stationen konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. An der Kletterwand musste sich der ein oder andere dann schon mal überwinden. Trotz allem, mit viel Mut erklommen die meisten die 5 Meter hohe Wand. Auf dem BMX ging es über einen Parcours. Beim Kegeln kam es auf Treffsicherheit an. Am spannendsten waren aber sicher die etwas anderen Sportarten, wie Volleyball im Sitzen oder im Slalom Rollstuhlfahren. Hier zählte Schnelligkeit, Geschick, Muskelkraft und Willenskraft. So konnten sich die meisten recht gut in die Lage eines körperlich eingeschränkten Kindes versetzen. Es ist eigentlich ziemlich schwer für so ein behindertes Kind, glaube ich. Weil das ist sehr schwer zu lenken. Und wenn man jetzt geradeaus fährt, das ist sehr anstrengend. Und dann geht es auch irgendwann auf die Arme. Für die etwas Behinderten ist es nicht so gut. Also das für das Fahren. Ja, es ist schwierig ein bisschen, aber für die, die nicht so ein bisschen behindert sind, für die kann es einfach sein. Ich bin nicht der beste Rollstuhlfahrer. Ich krieg die Kurven nicht so richtig hin. Das Rollstuhl-Basketballfahren ist richtig schwer. Ziel der Veranstaltung ist unter anderem das Aufbringen eines gegenseitigen Verständnisses. Das Fazit der dritten Auflage von Mission Paralympics fällt durchaus positiv aus. Also wir sind super zufrieden, vor allen Dingen ein ganz wichtiges, ich gucke mal so in Richtung Himmel, dass es heute nicht regnet. Wir haben über 600 Teilnehmer, ganz tolle Helfer von der Bauhausschule und von der Lausitzer Sportschule. Das Wetter ist, wie gesagt, gut, die Stimmung ist gut und wir danken natürlich auch unseren Sponsoren, ohne die das nicht möglich ist. Sport in der Gemeinschaft macht nach wie vor am meisten Spaß. Die vierte Auflage braucht deshalb nicht lange auf sich warten lassen. Die Cottbuser SPD-Fraktion hat sich heute konstituiert. Vorsitzender wird erneut Werner Schaaf. Yvonne Zenke und Markus Müller werden seine Stellvertreter. Im Anschluss an die Sitzung der Fraktion fand auch gleich eine Mitgliederversammlung statt. Dabei wurde das Ergebnis der Kommunalwahl noch einmal ausgewertet. Die SPD ist dabei mit 20,9% der Stimmen nur drittstärkste Kraft geworden. Zudem gab es erste Gespräche mit der Linken. Gespräche mit der Cottbuser CDU wurden bisher noch nicht geführt.
Ein ähnlich kühles Bild bot sich heute auch in der Theodor-Fontane-Schule. Bei der Landtagswahl am 14. September darf bereits mit 16 Jahren gewählt werden. Deshalb gab es bereits jetzt ein Wahlforum für die Schüler. Drei Politiker haben sich den Jugendlichen gestellt. Die Diskussion verlief aber eher einseitig. Wie steht es um die Bildung? Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es? Und was für Perspektiven haben Jugendliche überhaupt in der Region? Mit diesen Fragen setzen sich heute die 10 Klassen der Theodor-Fontane-Schule Cottbus auseinander. Zusammen mit Politikern aus der Jugendfraktion veranstalteten sie ein Jugendwahlforum. Doch so wirklich interessieren sich die Schüler für politische Themen noch nicht. Eigentlich habe ich dazu noch nicht so die eigene Meinung, weil ich mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb fand ich das hier schon ganz gut, dass wir dann keinen Einblick gekriegt haben. Ja, ich bin unpolitisch. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt wählen gehen würde. Aber wenn ich wählen gehen würde, würde ich, glaube ich, die jungen Liberalen wählen. Weil die haben das beste Bild für mich hier gemacht. Komplett egal ist es mir nicht. Natürlich geht es auch um die Zukunft von mir und auch um die Sachen, um meine Familie, besonders was um mein Umfeld so passiert. Das leichte Desinteresse unterstützten, wenn auch ungewollt, die Politiker. Denn stellenweise verfielen sie in ihre typischen Floskeln. So drückten sie sich unklar und nicht wirklich umgangssprachlich aus. Die CDU konnte es wiederum nicht lassen, gegen die rot-rote Landesregierung zu schießen. Ob sie so die Schüler für Politik begeistern können, ist fraglich. Dabei haben die Zehntklässler eigentlich konkrete Wünsche an die Parteien. Vor allem, wie die mit den Geldern umgehen. Zum Beispiel Großprojekte wie der Berliner Flughafen. Es wurde vorgeschlagen, dass es zum Beispiel ein Jugendzentrum werden könnte. Dass sowas einfach besser wäre, weil da weniger Gelder verschwendet werden, die dann dafür benutzt werden könnten, zum Beispiel fehlende Lehrer herzulocken. Also ich finde es allgemein im Unterricht wird es auch sehr, sehr langweilig behandelt und halt auch sehr trocken sozusagen. Und das finde ich halt auch schade, weil man könnte halt schon ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Quiz und sowas einbringen. Ein Thema, was viele interessierte, war der fast tägliche Stundenausfall. In der Klasse 10b fielen heute beispielsweise die letzten 5 Stunden weg. Doch anstatt sich darüber Gedanken zu machen, freuten sich die Schüler. Die anderen Klassen wurden neidisch. Dass ich das später einmal rächen kann, ist erst einmal egal. Deshalb ist es enorm wichtig, dass schon in den jungen Jahren über politische Schwerpunkte und die Zukunft gesprochen wird. Also wir sind da der Meinung, dass, und das hat sich auch in der Diskussion mit den Schülern gerade gezeigt, dass hier im Bildungsbereich noch sehr viel zu tun ist. Hier sind Schüler gewesen bei der Veranstaltung, die uns erklärt haben, dass sie heute 3, 4, 5 teilweise Unterrichtsstunden Ausfall haben. Das ist ein Grundproblem in Brandenburg. Wir haben nach den Winterzeugnissen, nach den Halbjahreszeugnissen gesehen, dass mehr als 4000 Schüler in Brandenburg Fächer hatten, wo sie nicht bewertbar waren, weil so viel Unterrichtsausfall da war, dass man einfach nicht sagen konnte, ob die jetzt gut oder schlecht sind da drin. Und das hat sich hier Gott sei Dank gezeigt. Also wir waren immer sehr gespannt, wie die Reaktion der Schüler ist. Und das war genau das, was die uns bestätigt haben. Das ist genau das Problem. Ja, wir brauchen definitiv im Freizeitbereich umfangreiche Möglichkeiten in Breitensport, in verschiedenen Sportarten, damit sie auch die Möglichkeit haben, sich hier zu engagieren. Was ja natürlich auch in den sozialen Bereich mit herausstrahlt. Und im Bildungsbereich ganz klar, wir brauchen eine gute Finanzierung der Schulen von der 1. Klasse bis hoch zur 13. Und das sind so Grundvoraussetzungen, die vorhanden sein müssen. Für uns war diese Veranstaltung nicht nur in dem Sinne, dass wir Fragen beantworten, sondern wir haben natürlich auch Fragen stellen können. Und es sind auch dann schön langsam während der Veranstaltung immer mehr Wortmeldungen gekommen. Wir haben das Thema Inklusion vor Ort betrachten können, vor Ort gehört, welche Probleme es gibt, welchen Personalmangel es zum Beispiel gibt und wie an Schulen manche Dinge einfach angegriffen werden können, damit man sie verbessert. Wichtig. Allerdings geht trotz des politischen Einsatzes der Parteien die Wahlbeteiligung immer weiter zurück. Um den Nachwuchs vorzeitig mitbestimmen zu lassen, dürfen bei der Landtagswahl am 14. September erstmals auch die 16-Jährigen wählen. Also wir haben uns vorher eigentlich auch schon, dadurch, dass es diese Jugendorganisationen ja schon gibt, wie die Junge Union oder eben auch von allen anderen Parteien gibt es ja Jugendorganisationen, die immer schon die jungen Themen eigentlich mit in die programmatische Arbeit reingetragen hat. Das ist auch eine unserer Aufgaben, dass eben nicht nur die 40-Jährigen oder teilweise Älteren das Programm machen, sondern eben auch die Jungen daran mitstricken. Das machen wir seit Jahren. Und dass wir jetzt das alles umgeändert hätten, weil die 16-Jährigen jetzt wählen dürfen und nicht mehr erst ab 18, das ist eigentlich nicht der Fall. Gerade diese Bildungsthemen oder auch im Freizeit- und Kulturbereich, das sind Themen, die hatten wir vorher in unserem Programm schon drin und werden die genauso jetzt auch weiter bearbeiten.
ja, überdenken dahingehend, dass man natürlich auch das junge Publikum anziehen möchte. Also das ist kein Geheimnis. Da werden wir auch uns nicht in die Taschen lügen und natürlich dahingehend auch die Förderung oder die, das Landtagswahlprogramm ein wenig dahingehend zu strukturieren. Aber generell muss man sagen, dass man für alle Menschen von jung bis alt das Wahlprogramm schreibt und dass natürlich der Bereich ab 16 jetzt einen speziellen Gesichtspunkt bekommt, das ist natürlich logisch. Das Wahlalter 16 steht sehr im Fokus. Es könnte sein, da bin ich mir natürlich jetzt nicht sicher, ob das junge Menschen, gerade wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, jetzt mit 16 zu wählen, wenn man ihnen einfach das eingesteht, dass sie die entsprechende Bildung und entsprechende Verständnis haben, dass sie vermehrt an die Wahlurne treten und das dann auch wahrnehmen. Und ich hoffe es, weil es geht um die junge Generation. Doch sind sich die Jugendlichen in dem Alter überhaupt schon der politischen Verantwortung bewusst? Und können und wollen sie überhaupt schon politisch mitbestimmen? Nicht wirklich, nee. Aber war eine schöne Veranstaltung. Also Wahlprogramm war das jetzt nicht wirklich für mich. Schön, dass Sie sich darüber aufregen, dass es Ihnen nicht gefällt. Aber nützlich war es jetzt für mich nur zu erfahren, was da passiert ist. Aber Grund zu wählen an sich jetzt nicht wirklich. Ja, also ich finde es jetzt einigermaßen interessanter schon. Um das politische Interesse wirklich aller Schüler zu wecken, bedarf es seitens der Parteien viel Arbeit und großes Umdenken. Schließlich bewegen der Jugend ganz andere Themen als die bisherige Zielgruppe der Politiker. Der ADAC warnt vor vollen Straßen in und um Brandenburg. Tolles Wetter und ein verlängertes Wochenende wird über Pfingsten wieder für einige Staus sorgen. Bereits ab Freitagmittag kann es dichten Verkehr auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen geben. Erst ab 19 Uhr soll sich die Lage auf den Straßen wieder langsam entspannen. Besonders auf der A10 und A24 ist mit zähem Verkehr zu rechnen. Am Pfingstmontag soll die Heimreisewelle ab ca. 17 Uhr für Staus und Stop-and-Go-Verkehr sorgen. Richten Sie sich also darauf ein und nehmen Sie reichlich Wasser für die Fahrt mit. Eng und vor allem laut wird es am 14. Juni auch auf dem Cottbuser Altmarkt. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist dann aber nur zum Teil der Grund dafür. Wenn am 14. Juni in Brasilien Kolumbien gegen Griechenland spielt, spielt in Cottbus gerade England gegen Frankreich. Glauben Sie nicht? Dann kommen Sie an diesem Tag ins Mosquito. Hier findet zum dritten Mal der Tischkicker-Cup statt. Dann treten 36 regionale Unternehmen an. Die Firmen übernehmen hier Patenschaften für jeweils ein Land. Auch der zweimalige Sieger England, vertreten durch die Sparkasse, ist wieder mit dabei. Den Titel und somit auch den Pokal will man natürlich verteidigen, auch gegen die erstarkte Konkurrenz. Oh ja. Nachdem die Sparkasse schon zweimal das Turnier gewonnen hat und die Sparkasse startet aus England, will sie natürlich wieder gewinnen. Aber diesmal weiß ich, Italien hat hart trainiert. Italien vertreten durch Danando, unseren einzig wahren Italiener in der Stadt. Ich denke, er wird diesmal angreifen wollen und den ersten Platz erringen. Ab 14.30 Uhr kann das Turnier vor dem Mosquito verfolgt werden. Und mit den Fans im Rücken kommt auch ein bisschen Brasilien in die Lausitz. Kommen Sie also alle vorbei und feuern Sie vor allem das LTV-Team an. Aber bitte nicht erschrecken, liebe Zuschauer, wir sind nämlich traditionell wieder für die Niederlande am Start. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen erfahren Sie bei uns, was Cottbusser von denkmalgeschützten Graffitis halten. Außerdem gibt es bei uns alle Infos zur Folklore-Lawine. Nach dem aktuellen Wetter gibt es noch eine neue Ausgabe von Augenblick mal. Diesmal mit einer Einladung für den Sonntag. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Machen Sie es gut. Laufen Sie für den Tierpark, der dritte EGBund-Charity-Lauf. Los geht's am 28. Juni um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EGBund noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter www.eg-wohnen.de oder telefonisch unter 0355 7528 350. Der dritte EGBund Charity-Lauf am 28. Juni im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt?
Dann bewirb dich jetzt bis zum 1. Juli per E-Mail oder Post bei Mannys Lockenexpress und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto oder Video und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. Das ist die Chance für deinen Neustart. Wir suchen dich. Bewirb dich jetzt ab sofort bei Mannys Lockenexpress als Auszubildende, Friseurin oder Meisterin. Das ist deine Chance. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihr Fahrradshop Mühlenberg. Am heutigen Donnerstag spielten zwar die Temperaturen mit, es blieb aber den ganzen Tag über grau. Örtlich konnte es regnen, in den nächsten Tagen wird es aber deutlich besser. In der Nacht ziehen schon die ersten Wolken ab. Es bleibt zudem trocken, die Temperaturen liegen bei 11 bis 13 Grad. Pünktlich zum Pfingstwochenende lockert sich der Himmel wieder auf. Am Freitag gibt es überwiegend Sonnenschein und nur wenige Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 24 Grad. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119. Augenblick mal. Einen schönen guten Tag, ich stehe hier heute vor der Oberkirche St. Nikolai in Cottbus. Eine Kirche, die an jedem Tag ab 10 Uhr geöffnet ist. In dieser Kirche wird wie an ganz vielen anderen Orten auf dieser Welt an diesem Wochenende ein großes Fest gefeiert, Pfingsten. In Deutschland ist das ein Fest mit zwei Feiertagen wie Weihnachten und Ostern auch. Weihnachten, da feiern wir, dass Jesus Christus geboren ist, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Ostern feiern wir, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass der Tod nicht mehr die letzte Perspektive für unser Leben ist. Und Pfingsten, da feiern wir, dass Gott Menschen begeistert, sie führt zu einem Vertrauen auf ihn, zu dem Glauben an ihn, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen und dann sich nicht in ihr Privatleben zurückziehen, sondern miteinander Leben gestalten, als Gemeinden sich treffen und für die Menschen leben und sie einladen zum Glauben an Jesus Christus. Dass Kirche, dass Gemeinde nicht etwas Verschlossenes ist, sondern Menschen einlädt, Jesus Christus und den Glauben an ihn kennenzulernen, das können sie entdecken, zum Beispiel bei der Nacht der offenen Kirchen. An diesem Sonntag, am Pfingstsonntag von 21 Uhr bis nachts um 1 Uhr haben ganz viele Kirchen in Cottbus und Umgebung geöffnet. Sie finden die Veranstaltung in diesem Flyer oder auch auf der Internetseite www.ndok.de, Nacht der offenen Kirchen. Seien Sie dabei und lernen Sie christliche Gemeinde und christlichen Glauben kennen. Ich freue mich auf Sie. Augenblick mal. Schauen Sie hinter die Kulissen beim Tag der offenen Tür am 15. Juni von 11 bis 17 Uhr im Hotel Rosenstadt Forst in Forst. Entdecken Sie unsere Suite und unser Rosenzimmer. Bewundern Sie außergewöhnliche Tischdekorationen für Hochzeiten, Jugendweihen, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern. Genießen Sie eine kulinarische Reise durch die Speisekarte. Probieren Sie sommerliche Drinks mit Landskronweizen. Ein Erlebnistag für die ganze Familie mit Hüpfburg und Kinderspielstraße. Am 15. Juni im Hotel Rosenstadt Forst in Forst, Domsdorfer Kirchweg 14. Sag mal, hast du dein Ingo auf Diät gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbuser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt's denn dieses Cottbuser Netz? Bei Mito und Wehr, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de.
machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.